So, hallo, hier sind wir wieder, der Philipp und ich, der Sascha. Und wir wollen heute das Thema Revers-Fasten einhändig und beidhändig machen mit euch. Auch hier wieder machen wir einen kurzen Technikpart und ihr könnt es dann wieder selbstständig für euch trainieren. Das heißt, ihr könnt die Stopptaste drücken, macht dann die Technik etwas länger für euch. Wenn ihr nochmal nachgucken müsst, könnt ihr das nochmal zurückspulen, könnt nochmal nachschauen, Mensch, wie war das nochmal? Wir werden nochmal ein paar kleine Tipps dazu geben, auf was ihr achten müsst. Und ja, dann wünschen wir euch viel Spaß. Wir beginnen mit dem einhändigen Revers-Fasten. Das heißt, auch hier ist wieder, so ähnlich wie bei der Grifflösetechnik, schon auch wieder wichtig, den Körper zu lesen. Schulterbereich, Armbereich, Kopfbereich. Ja. Das heißt, wenn er jetzt besoffen ist, sehr locker, ja, und jetzt nicht sehr aggressiv letztendlich auftritt, dann kann ich versuchen, nur mal, wenn ich merke, der Griff ist nicht stark, wieder mit meinem Körper nach hinten zu gehen, beide Hände nach unten wegschieben und weggehen. Das ist die defensive und etwas leichtere Variante, wo man sagt, okay, der greift hier, besoffen, begrapscht mich, vielleicht zack, zurückgehen, hey, lass mich in Ruhe. Ja? Sofort aber wieder in die Verteidigungsposition gehen, ganz wichtig. Des Öfteren sehe ich auch, ihr wisst, auch im Training wird gegriffen und dann bleibt er so stehen. Ja? Niemals, weil dann wird er nachfassen, das heißt nachfassen oder auch nachschlagen. Ja? Und deswegen muss ich immer auf Abstand gehen. Das heißt, er greift nach hinten und auf Abstand. Ja? Wenn er jetzt kommt, bin ich vorbereitet. Okay, also nochmal, greifen, zack, nach hinten weg. Ich greife bei dir, Philipp. Relativ simpel, einfach, wie gesagt, funktioniert nur, wenn ich einen leichten Griff habe. Greift er, hier sehr kräftig, ja, wenn ich versuche das, schaffe ich es nicht. Ja, keine Chance, bleibt er hängen. Dann merke ich aber auch, okay, hoppla, jetzt ist mehr Kraft, mehr Power da, mehr Aggressivität. Also, jetzt ist auch keine leichte Variante mehr, sondern jetzt kommt die heftige Variante. Okay? Von hier aus, auch eine Gleichzeitigkeit. Ich merke, er greift mich, sofort gehe ich wieder links raus. Da, wo letztendlich die Griffhand ist, nicht in diese Richtung, weil hier ist die Schlaghand, sondern ich gehe immer auf diese Seite raus, wo er mich greift. Ja? Von hier kann ich einen schönen Schlag. Auch wieder kein Zumba-Schritt, kein Überkreuzschritt, sondern immer letztendlich seitlich raus, Fuß nachziehen, bam, Ritt. Und diesen Arm, den habe ich fixiert am Körper. Also hier gibt es mehrere Punkte zu beachten. Einmal die Fixierung. Die Fixierung ist nicht so, hier habe ich keine Kraft, ihn zu halten, ja, sondern die Fixierung ist am Körper. Ich drücke richtig auf meine Brust. Ja, und hier mache ich zu, dann habe ich ein bisschen mehr Power. Ja. Das ist das Erste. Also, das heißt, wenn er greift, habe ich das hier. Gleichzeitig mit dem Griff geht schon ein Schlag raus. Ja, weil ich kann nicht erst greifen, dann kommt nämlich sofort ein Schlag von ihm. Das muss eine Gleichzeitigkeit sein. Ja. Das heißt, wenn der Griff ist, von hier aus, gleichzeitig raus, nochmal, nochmal, Tritt in die Eier. Ja? Wir drehen uns kurz. Von der Seite, Griff. Ich greife, gleichzeitig raus, bam. Okay. Noch schneller, von hier aus. Bam. Nochmal. Greifen. Okay. Trainingssession, ihr trainiert, könnt parallel noch schauen. Okay, gut. Also, ganz wichtig nochmal, denkt dran, hier schöner Griff, gleichzeitig der Schlag, tritt in die Eier, immer perfekt, okay? Gut, das Ganze beidhändig. Ja, von hier aus kommt es darauf an, zieht er mich nach hinten, also zu sich her, oder drückt er mich nach hinten. Unterschiedlich. In der Basic trainieren wir das erstmal im Stehen, um die Technik zu trainieren. Von hier aus ist es so, dass ich auch wieder eine Hand greife, eng anlegen, der rechte Arm geht nach oben, das heißt, meine Schulter kann er nicht fixieren. Die kann nach oben gehen, Schritt nach vorne, gleichzeitig den Körper rein, Ellenbogen. Das ist die Basic. Ja? Also von hier aus
hochgehen. Ja, das ist die Technik. Ist er etwas größer, ja, ich gehe rein, dann kommt die Hammerfaust, ja, weil ich mit dem Ellenbogen vielleicht nicht rankomme. Okay, also übt erstmal die Basics, das heißt Griff, greifen, rein, rüber. Häufiger Fehler ist Griff, nein, das hier, ja, ganz schlecht, weil da kann er mich ausheben, er ja, kann mich wegschucken, ja, ich habe keinen Stand mehr und ich sehe auch nicht mehr meinen Gegner. Ich habe meinen Gegner immer im Blick, das heißt von hier aus sehe ich, was er macht. Bam. Hier, ich arbeite mit ihm. Bin hier stabil, kann notfalls noch mit dem Knie hier arbeiten, bin geschützt seitlich, er kann mir nicht in die Eier gehen. Ja, da nochmal drauf achten. Also nochmal, von hier aus greifen, hier aufrecht bleiben, Ellenbogen. Okay, nochmal schnell. Passt bei der Technik auf, gerade wenn ihr schnell macht, dass der Partner nicht zu weit seinen Kopf vorne hat, weil dann kann das hier passieren, dass ihr an der Nase hier hängen bleibt und ihn stark verletzt. Ja, deswegen, Partner muss seinen Kopf bis weit hinten haben, sauber arbeiten und nicht irgendwie hier an der Nase vorbei. Auch noch ein Fehler, was auch passiert, dass ihr nicht über die Schulter nach oben geht, sondern wenn er hier sehr stabil ist, dass manche das hier machen. Ganz knapp drüber habe ich keine Power, um ihn irgendwie hier zu schädigen. Von oben komme ich, gehe ich rein. Ja, mit richtig Schmackes von oben, der fallende Ball, da habe ich die Power. Okay, wir üben wieder. Wie mache ich bei dir? Okay, gut. Revers passen, aber jetzt dynamisch. Das heißt, er drückt mich jetzt weg. Von hier aus, ja, muss ich jetzt schauen, dass ich mich stabilisiere. Das heißt, wenn er mich hier drückt und ich möchte mit dem rechten Arm dann hier rüber gehen, muss natürlich mein linkes Bein stabilisieren. Warum das linke Bein, nicht das rechte? Weil, wenn ich mit dem rechten hier bin, ja, drehe ich ja gegen meine Hüfte. Ja, das funktioniert nicht. Hier bin ich ja frei. Also, wenn ich die Entscheidung treffe, und meistens ist es so, ihr trainiert in der Regel eure Schokoladenseite, ist auch immer gut beides zu trainieren, aber intuitiv und in der Stresssituation werdet ihr wahrscheinlich das machen, was ihr besser könnt. Das heißt, wenn er drückt, ja, hinten schön stabilisieren, auch wieder der Griff und gleichzeitig kommt das. Das ist im Prinzip das gleiche wie auf der Basic, nur dass eben jetzt der Druck kommt und hier, dann gehe ich nach hinten. Ich stehe ein bisschen breiter. Weil wenn einer ein bisschen mehr Schmackes hat, ja, und drückt, ja, dann muss ich schon ordentlich dagegen halten. Okay, da nochmal drauf achten, übt es, er schiebt. Ja, auch hier kann ich wieder kombinieren, er schiebt, tritt in die Eier. Oder wenn er groß ist, hier mit der Hammerfaust oder auch mit der flachen Hand in Richtung Ohr. Genial für die Gleichgewichtsstörung, Trommelfell, tut auch richtig gut. Okay, wir üben wieder. Ich mache bei dir. Okay, gut. Das gleiche haben wir auch, wenn er mich ranzieht. Hier ist es relativ wahrscheinlich, dass er vielleicht hier mir mit dem Kopf eingeben möchte. Ja, deswegen muss ich hier schnell reagieren. Da würde ich auch nicht empfehlen, gleich beim ersten diesen hier zu machen, weil da ist der Kopf vielleicht schon bei mir im Gesicht. Sondern wenn ich merke, dass er mich herzieht, gehe ich hier mit meiner flachen Hand oder hier mit dem Ellenbogen in diesen Bereich. Ja, dann knallt er mich schön auf den Ellenbogen. Da bitte aufpassen jetzt beim Üben. Ja, er simuliert sozusagen jetzt, er zieht mich ran. Ja, und dann könnt ihr euch hier schützen. Von hier aus kann ich jetzt immer noch Arm hoch, bam, bam, und die Technik machen. Aber ich habe mich erstmal geschützt. Das ist ganz wichtig. Ja? Also, wenn er zieht, nach hinten, zu euch herzieht, hier. Erstmal hier, habt ihr gut geschockt. Wenn ich jetzt merke, ich bin aber noch stark dran,
kann ich ihn hier nochmal weich machen und hier genauso. Okay, nochmal langsam. Er zieht her, von hier aus, rein, zack. Ja, das gleiche geht auch nochmal mit der flachen Hand. Ja, wenn er zieht, hier mit der flachen Hand, Ellenbogen, zack, zack. Hier habt ihr einfach mehrere Kombinationsmöglichkeiten. Auch hier wieder vorsichtig, wenn ihr ohne Kopfschutz trainiert, viele von euch haben Kopfschutz, dann nehmt einen Kopfschutz, dann könnt ihr ein bisschen mehr auf Kontakt gehen. Habt ihr keinen, passt ein bisschen auf. Okay, wir zeigen es nochmal. Auch noch eine Kleinigkeit, die super ist, bei der Geschichte, wenn ich nah herangezogen werde, um einen Kopfschutz zu vermeiden, ist direkt der Griff ans Auge, ins Gesicht. Wo kein Auge ist, da kommt auch kein Kopfstoß mehr her. Heißt, hier kann ich schön reißen, drehen, greifen. Ist auch eine gute Alternative zu der Geschichte mit dem Block. Genau, richtig. Da könnt ihr selber ein bisschen schauen, was euch besser liegt. Der Griff oder der Block. Ja, da könnt ihr selber ein bisschen nachschauen. Okay, dann trainiert das wieder. Okay. Jetzt haben wir noch den Griff von hinten. Hier ist es einfach wichtig, wenn ich jetzt irgendwo im Park laufe oder ich laufe so in meinem Auto abends, dass ich dann eben, wenn so ein Griff kommt von hinten, da kann ich mich einfach umdrehen, ja, weil dann kriege ich sofort eine gescheuert wahrscheinlich, außer es ist zufällig mein Nachbar oder mein Freund. Da sollte man eben einen gewissen Schutzmechanismus haben. Auch wenn der hinten nur antippt, ja, dreht euch nicht einfach nur so rum, sondern macht einen Schritt dann schon nach vorne. Das heißt, wenn er nur tippt, ja, nur antippen, dann geht nach vorne, ja, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Also nicht gerade, wenn ihr jetzt beim Edeka im Supermarkt seid. Ja, da braucht das wahrscheinlich weniger. Aber wenn ich eben dann nachts mal irgendwo unterwegs bin und auf einmal kommt da so ein Schlag von hinten auf die Schulter oder auch ein Griff, solltet ihr sofort vorbereitet sein. Das heißt, die erste Technik ist, wenn er greift, ja, geht sofort meine Deckung hoch. Mein Ellenbogen geht nach hinten. Das heißt, ich mache jetzt aus einer Schrittkombination, ja, gehe ich sozusagen hier nach hinten. Ja, entweder, wenn er schon nach vorne kommt, läuft er voll in meinen Ellenbogen rein. Oder ich kann Gas geben, Schlag, Schlag. Okay? Also nochmal langsam. Von hier aus. Deckung geht hoch. Drehe mich ein. Boom, Schlag, Schlag, Schlag. Und raus. Ja? Etwas schneller, ja, greift, zack. Okay, relativ schnelle Technik. Ich gehe sozusagen komplett in den Körper rein hier. Schlag, Schlag. Ja, gar nicht erst an zu zögern, sondern da muss ich durchziehen. Okay? Es gibt natürlich die Möglichkeit, einmal links einzudrehen oder auch rechts einzudrehen. Die Möglichkeit zu sehen, welche Hand das ist, relativ unwahrscheinlich. Da müsste ich erstmal nach hinten schauen, ob er jetzt mit rechts greift oder mit links greift. Greift mal mit links. Ja, weiß ich nicht. Ja, kann auch sein, dass er mit der rechten und der linken Schulter greift. Ja, greift mal mit der rechten Hand auf meine linke Schulter. So, das heißt, ich weiß nie, welche Hand gerade da ist. Deswegen sucht euch eure Schokoladenseite aus. Da, wo ihr der Meinung seid, da drehe ich mich besser ein, macht es auch. Auch wenn ich auf der Innenseite bin. Greift ihr hier mit der linken. Auch in diese Richtung. Jetzt bin ich halt außen, was natürlich perfekt ist. Aber wie gesagt, unter Stress werdet ihr es nicht merken, welcher Arm mich jetzt greift. Und ihr habt auch nicht die Zeit, erstmal nach hinten zu schauen. Dann ist es schon vorbei. Okay? Also, ihr trainiert das immer auf eine Seite, was eure Schokoladenseite. Reingehen, bam, bam und rausgehen. Okay? Und üben. Hast du auch noch innen rein? Also, wir sind jetzt soweit fertig mit dem Reversfassen einhändig und beidhändig. Wie gesagt, übt das regelmäßig bei euch zu Hause mit eurem Partner, mit eurem Trainingspartner oder Freund, damit wir wieder nächsten Monat dann voll einsteigen können und damit ihr nicht alles verlernt habt. Ihr habt immer die Möglichkeit, wieder zurückzuspulen, die einzelnen Techniken nochmal eben dann nachzumachen. Und der Partner kann ja auch ein bisschen dann in die Korrektur reingehen. Er sieht ja, wie ihr das dann macht. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß damit und wir sehen uns bald. Ciao.